Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Oxygen Not Included. In der letzten Folge waren wir ja damit stehen geblieben, dass wir halt sozusagen schon mal den Research Table, Station, also die Forschungsstation sozusagen, angefangen haben aufzubauen. Wir haben schon einen kleinen Generator, der per Fahrrad sozusagen betrieben wird, zwei Batterien und einen, der aus Algen Sauerstoff gewinnt. Den werden wir hier oben auch noch mit hinbauen, natürlich. Wir haben ein bisschen was dazu beigetragen. Und dann machen wir einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ja, was so alles passieren wird, mal gucken. Werden wir dann sehen. So, auf jeden Fall haben sie da erstmal jetzt schon mal angefangen abzugraben. Gut. Ich wollte hier drüben so ein kleines Lagerraum bauen. Wir müssen die oben noch mal aufräumen. Ach, unser Lager ist voll. Ja. Daran liegt es, dass sie nicht abbauen können. Unsere Lager voll sind. Oh, jetzt kriegen wir auf jeden Fall auch noch mal einen neuen. Oh. Oh. Ich werde aber auch erstmal sozusagen erstmal eine Aufnahmesession sozusagen von mal gucken, wie viele Folgen, vielleicht 4, 5 Folgen, wo wir halt erstmal ins Spiel reinkommen, bis es dann später dann soweit ist. Also wann es soweit sein soll, wird, wann ihr sozusagen mit dabei sein könnt, werde ich noch Bescheid geben. Jetzt hätten wir jemanden, der Athletik ist, ein Koch. Aber kann sein, dass der ja ausläuft, sagen wir mal so. Er ist krank, den würde ich leider noch nicht nehmen wollen. Also wir haben Athletik mit Kochen und nochmal einen Learner. Aber der lernt halt wenig. Also ein plus 0 eigentlich. Jetzt nehmen wir hier Archibald. Gucken, wie nehmen wir ihn denn? Marty war da ganz gut. So. Genau. Plump. So. Dann machen wir mal ein neues Bett hier hin. Und nochmal ein. Na, wo haben wir's? Ach, hatten wir ja hier vorne. So, hier drüben kommt auf jeden Fall noch Technik mit. Also nicht Technik, sondern ja, Technik mit hin. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Storage eigentlich. Den wollte ich hier drüben ja mit hinbauen. So. Zwar direkt hier mit hin. Weil ich jetzt sagen, einen großen Storage-Raum haben, wo wir halt so ein bisschen was mitmachen können. Atembare Luft haben wir jetzt hier zwar nicht. Gut. Genau. Gut. Machen wir bis dorthin und machen dann hier lang weiter. So, wir brauchen auf jeden Fall dort oben baldmöglichst Sauerstoff. Sagen dorthin und ziehen das Stromkabel.
So, da durch. So, jetzt braucht das Ding natürlich da oben Strom. Macht mal hinne. So, und dann auch noch mal ein bisschen priorisieren. Dann mit der 6 drüben. Ah, da kommen sie nicht ran. Das ist nicht bitter, dass die dort oben jetzt nicht rankommen. Fertilizer, okay. Ich werde natürlich nicht das Wasser hier oben wegmachen. Dann machen wir da mal alles rein, außer organische Sachen. So, organische Sachen würde ich sagen. Kommt hier hin. Die beiden Container. Und dann brauchen wir noch. Da etwas und dort etwas. So. Ja, das kann auch da unten so bleiben. Gut, machen wir hier auch mal alles rein, außer organische Sachen. Nein, da raus. So. Bei dem Seeds rein auf jeden Fall. Eigentlich alles außer organisches erstmal. Gut. Research hatten wir fertig. Das nächste sagen Interieur erstmal. So. Und zwar Briar Seed. Haben wir den hier irgendwo zufälligerweise? Nein, haben wir nicht. Schade. Macht aber nichts. Jetzt macht er mal ein bisschen hier sweepen. So. Sagen, dass wir hier in diese Ecke weiter buddeln. Später. Also bevor wir da weiter nach oben gehen. 1, 2, 3, 4. Ja, fuck, falsch gebaut. So. Genau, wir haben ja hier Wasser, ziemlich viel. Normalerweise müsste ich dann auch sagen, das war hier in der Nähe sozusagen unsere Essensstation sozusagen aufbauen. So, das auf jeden Fall. Bauen wir hier unten nochmal eine Futterstation. Ein Komposthaufen. Electric Cable. So. So, und dort machen wir auch nochmal einen
Oxygen ran. Gut. So. Da haben wir eine Tür rein. Gut, der hat auf jeden Fall Strom. War noch nicht Strom, aber wir brauchen auf jeden Fall eigenen organisch. Hier oben. Einmal, zweimal. So. Genau, ein Bayer sieht man ja noch nicht. Damit ist der Research der nächste komplett. Dekoration. Ja, Gaspipe. Jetzt könnte ich mal eine Liquid Pipe machen. Und vielleicht den Raum auspumpen mit dem Wasser. Der hier. Könnten da vielleicht nochmal, oder den hier drüben, könnten da nochmal eine Ebene einziehen. So. Na kommt. So, ja, geh. So, die müssen wir auf jeden Fall alle drei noch machen. Am besten bevor es Nacht wird. So, genau, da haben sie leider noch nicht ran. Da müssten wir halt noch irgendwas hinterstellen. Oder halt diesen Bereich hier ausbuddeln. Nicht ausbuddeln möchte. Was haben wir da? Eine neue Lampe, eine Massage, zum Essen. Ein Essenstisch. Ein Essenstisch. Mal den hinstellen am besten erstmal. Kommt ja hier oben in die Messe sozusagen. Genau. Oder hier drüben. So, was haben wir noch? Wir haben neue Sachen zum... Ne, wartet mal noch nicht. C. Die machen wir eh noch woanders hin, weil wir ja ein bisschen umbauen noch. So, maschbar. Machen wir mal ein bisschen. An Herstellung. Wir können jetzt auch mit eigen andere Gerätschaften herstellen. Nicht mal schlecht ist. Die werden wir dann einmal dorthin. Die wird dann einmal hier drüben dann noch dekonstrukt. Auf der Nacht geworden. Okay. Nachts machen wir mal ein bisschen schneller.
Genau, so. Wenn nicht alle benutzen können. Nicht nur er. Nicht nur einer. Aber gut, gut, wenn wir da unten gehen, haben wir hier auf jeden Fall ein Vakuum. Müssen wir auf jeden Fall ja, Gas reinpumpen können. So. Genau, die können da erstmal futtern oben. Fourniture. Messtable. Machen wir hier nochmal zwei hin. So. Ein super Computer brauchen wir später auf jeden Fall auch. Den würde ich aber eher hier drüben irgendwo stellen wollen. Genau. So. Klick. Was haben wir denn jetzt bekommen? Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Liquid-Pumpe. Und ein Liquid-Pipes. Kann ich die jetzt auch hier aufbauen? Bestimmt, hoffe ich mal. So, und zwar brauchen wir diese Pumpe muss ja muss die angemacht. Also sie müsste so stehen. Rein theoretisch. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die schwimmen können. Ob das reicht, wenn die hier steht. Probieren wir es mal aus, wenn sie da, ob sie da stehen kann. So. Ah, Research war fertig. Nehmen wir mal Gas jetzt als nächstes. Danach dann Power Generation mit einer großen Batterie und so weiter. Machbar, brauchen sie Dirt und Wasser. Haben wir ja eigentlich genügend. Können wir noch ein paar bisschen ein paar davon herstellen. Und wir haben schon wieder einen neuen Duplikanten. Also. Ein guter Lerner, aber hier haben wir jemanden, der laut schläft und mehr Sauerstoff verbraucht. Weil dafür in der Kreativität ziemlich hoch ist. Kalorien, Burn Rate, minus 8 Kalorien. Nein, wir werden jetzt mal alle mal wegschicken. Also erstmal nur unseren, die wir hier so brauchen, verwenden. Wenn das Rad nicht Ding ist. So. Die 7. Einmal bitte machen. Gut. Dann machen wir die mal alle sofort fertig. Na, die bräuchten Briar Seeds. Haben wir derzeit gerade nicht. Gut. Gut, dabei sind wir aber dann leider auch schon wieder am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine kleine Bewertung da. Ein Like, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Ich würde sagen, ich bin nicht Liker, ich brauche nicht jetzt nach dem Motto,
gib mir 20.000 Likes bis zum nächsten Video nach Motto, nein, danke. Muss ja nicht sein, YouTube ist halt dafür da, um halt Spaß zu haben. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß am heutigen Tage. Und wir sehen uns dann auch die nächsten Tage wieder. Okay, tschüss.